Hallöchen, heute gibt's die Rache für den September und ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, ob ich eins der folgenden drei Bücher lesen werde. Wir sind beim Buchstaben K angekommen, also die Anfangsbuchstaben des Nachnamens werden hier benannt. Von Z Richtung A ist das Vorgehen. Im Moment sind wir, wie gesagt, oder ich bin bei K angekommen. Nee, stimmt überhaupt nicht. Von vorn nach hinten, A bis Z. Mein Gott, heute ist Karsim. Also, bei Karsim auf jeden Fall angekommen. Und da starten wir direkt bei Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt. Das kennt gefühlt jeder, ich nicht. Es geht wohl darum, dass zwei junge Deutsche, machen sich an die Vermessung der Welt. Der eine, Alexander von Humboldt, kämpft sich durch Urwald und Steppe, befährt den Orinoco, erprobt Gift im Selbstversuch, zählt die Kopfläuse der Eingeborenen, kriecht in Erdlöcher, besteigt Vulkane und begegnet Seeungeheuern und Menschenfressern. Der andere, Mathematiker und Astronom Karl Friedrich Gauss, der sein Leben nicht ohne Frauen verbringen kann und doch sogar in der Hochzeitsnacht aus dem Bett springt, um eine Formel zu notieren. Er beweist auch im heimischen Göttingen, dass der Raum sich krümmt. Alt, berühmt und auch ein wenig sonderbar geworden, treffen sich die beiden 1828 in Berlin. Doch kaum steigt Gauss aus seiner Kutsche, sind sie schon tief verstrickt in den politischen Wirren Deutschlands nach dem Sturz Napoleons. Ich habe keine Ahnung, ob mir das gefallen kann. Ich weiß, ich habe es ausgeliehen. Das heißt, es ist kurioserweise auf dieser Liste, auf der Rache-Liste gelandet. Aber ich habe schon so lange ausgeliehen bei mir stehen, dass es draufsteht, dass ich es jetzt eben entweder endlich mal lesen möchte oder zurückgebe. Und zwar zurückgeben an meine Eltern. Das ist quasi ein Buch aus den heimischen aus dem heimischen Eigenbedarf und da habe ich das mal entdeckt und mitgenommen und dachte mir, ach ja, möchte ich ja eigentlich irgendwann mal lesen. Dieses Buch ist von 2005, es ist also ursprünglich herausgekommen, die Auflage, die ich hier in der Hand halte, ist von 2006 und zwar schon die 15. Auflage im Januar 2006. Unfassbar! Ja, ich weiß natürlich, dass es ein großer Erfolg war und so weiter und so fort. Aus irgendeinem Grund hat es mich noch nie so sehr interessiert, dass ich es wirklich zur Hand genommen und gelesen habe. Ich habe es meines Wissens noch nicht mal richtig begonnen. Der komischste deutsche Roman dieses Jahres. Ja, das Jahr ist schon ein bisschen rum. Ein großes Buch, ein genialer Streich. Unterhaltsam und humorvoll und auf schwerelose Weise tiefgründig und intelligent. Ich empfehle Daniel Kehlmann unbedingt Intelligenz, Beobachtungsgabe und fabelhafte Dialoge. Ich werde es dann wohl mal zur Hand nehmen. Hoffe ich, spätestens beim Trial Chapter. Keine Sorge, die kommen auch noch alle. Ich bin ein bisschen hinten dran mit dem Drehplan. Vielleicht ein bisschen. So wie mit der Quartalsrache. Vielleicht ein bisschen. Aber es kommt noch. Es kommt noch, es kommt noch, es kommt noch. Schreibt mir super gerne, wenn ihr es gelesen habt und motiviert mich bitte gerne. Ich möchte es ja eigentlich entdecken. Ich möchte es eigentlich gerne lesen. Ich habe es nur irgendwie immer noch nicht hingekriegt. Ebenso wie bei diesem Buch von Felix Klieser mit Celine Lauer. Fußnoten. Ein Hornist ohne Arme erobert die Welt. Felix Klieser ist einer der weltbesten Hornisten. Er hat Auftritte mit Sir Simon Rattle und dem Popstar Sting und tourt als Solist durch die Welt. Dass er ohne Arme geboren wurde und sein Instrument mit den Füßen spielt, wird dabei zur Nebensache. Seine ungewöhnliche Lebensgeschichte erzählt Felix Klieser mit viel Humor, Leichtigkeit und einer gesunden Portion Eigensinn. Er zeigt damit, wie man trotz Handicap den eigenen Zielen treu bleiben und das eigene Unmögliche, eigentlich Unmögliche schaffen kann. Jetzt möchte ich nichts Falsches erzählen und gucke erstmal nach, wann es erschienen ist. 2014. Okay. Dann kann ich gar nicht so viel Falsches erzählen. Dann wurde ich entweder nur auf den Menschen selber, Felix Klieser, gebracht, durch einen Lehrer. Könnte sein. Es spricht mich aus mehreren Gründen an. Es ist ein Mensch, der mit Handicap viel erreicht hat. Es ist ein Mensch, der mit den Füßen ein Instrument spielt. Mit den Füßen. Ich bin aktuell so sehr, es ist kein Fetisch, ne? Ich bin begeistert von Füßen, was die alles können, was wir alles mit denen trainieren können, wie toll Barfußlaufen ist. Und er spielt einfach mit den Füßen. Ich habe da absolut Respekt davor, weil es für genug Menschen auf diesem Planeten schon schwierig ist, mit den Händen ein Instrument zu spielen. Und er macht es einfach mit den Füßen. Und dann natürlich das Thema Musik. Das ist einfach, es schlägt auch in meinem Herz. Nicht ohne Grund stelle ich hier gerade ganz viel in meinem Wohnzimmer um, eben Bücherregale sortieren, aber auch andere Dinge hier umstellen und fertig bringen, damit die Wohnung endlich mal so ist, wie sie sein soll. Nicht ohne Grund mache ich das Ganze mit ein paar Instrumenten, die ich auch besitze und mache selber gerne Musik. Deshalb spricht es mich auf so vielen Ebenen an, aber es hat mich noch nie dazu gebracht, es wirklich in die Hand zu nehmen und zu lesen. Ich hoffe, das tut es bald. Es hat 164 Seiten, die werde ich ja wohl schaffen. Deswegen, ja, drückt mir bitte alle mal die Daumen, dass ich den hier zur Hand nehme. Ich bin der Meinung, gerade solche Menschen brauchen
mehr Reichweite, mehr Plattformen, mehr gesehen werden. Die haben meinen Respekt verdient, indem ich auch erzähle, dass sie vielleicht auch ein wahnsinnig tolles Buch geschrieben haben, das Fußnoten heißt. Ich finde auch den Titel on point. Zum Schluss noch eine Empfehlung. Ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau woher, aber dieses Buch müsste auch schon mehr so 9 Jahre bei mir sein. Ich gucke mal kurz rein. Ja, ziemlich genau 9 Jahre. Da ist es nämlich erschienen vor 9 Jahren. Hannah und Sebastian von Thomas Klugkist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich mich vielleicht nicht daran getraut habe, weil mein Bruder Sebastian heißt. Ich hoffe nicht, dass das der Grund ist, warum ich es noch nicht zur Hand genommen habe. Es ist wohl ein Briefwechsel. In der Hoffnung, ganz zueinander zu finden, schreiben sich Hannah und Sebastian nach einigen traumhaften Tagen in Rom lange und intensive Briefe. Doch das Leben treibt sie auseinander und das Schreiben wird zu einem exklusiven Raum, in dem sie ihre Liebe so leidenschaftlich und wahrheitshungrig leben können wie nirgendwo sonst. Dieser sinnlich virtuose Roman, das literarische Debüt von Thomas Klugkist, erzählt in Briefen, Mails und SMS von einem rückhaltlosen Liebes- und Beziehungsexperiment. Der Briefwechsel von Hannah und Sebastian ist wie ein riesiges Aussprechen, ein vollständiges Sich-Ausgießen, wonach jeder Mensch sich sehnt, was hier geschieht, ohne sich zu entehren. Auch, dass es im CH Beck Verlag erschienen ist, der ja sonst auch oft so, ich nenne es mal liebevoll, trockene Sachbücher herausbringt. Dann sind hier Zeiten eingeteilt, Teil 1, 2, 3 und 4. Beziehungsweise Teil 4 gibt es nicht, aber das ist dann der Epilog. 2000 fängt das Ganze an. Dann gibt es mal eine Pause zwischen dem ersten und zweiten Teil anscheinend. Dann geht es einigermaßen nahtlos weiter zwischen zweiten und dritten Teil. Und zwischen dritten und Epilog ist es auch nochmal eine zeitliche Pause. Enden tut es wohl im Jahr 2010. Also in Summe über 10 Jahre geht das Ganze wohl. Es sind anscheinend auch wirklich, ja, wirklich lange Briefe. E-Mails, wie auch immer. Briefe. Ich bin gespannt. Ich habe ja schon ein paar Mal, wer mich kennt, schon ein paar Mal davon gesprochen. Für mich gibt es nur einen richtigen Brief. Und SMS und Karten, wie auch immer, Roman, nämlich für immer vielleicht von Cecilia Ehren. Das hier ist ja doch auch ein bisschen ein dickerer Klopper, 430 Seiten. Und vielleicht kann mich dieser Thomas Klugkist überzeugen, vielleicht aber eben auch nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob er noch was anderes geschrieben hat oder bekannt wurde mit was anderem. Das ist ja anscheinend sein Debüt, stand hier irgendwo drauf. Kennt ihr das? Kennt ihr dieses Werk? Habt ihr es jemals gesehen? Jemals in der Hand gehabt? Wie auch immer? Ich weiß es nicht. Also sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr sagt, ja, ist irgendwas Gutes dabei bei den drei Rachebüchern in diesem Monat. Musst du unbedingt lesen? Solltest du lesen? Oder finde ich selbst spannend? Lies mal und erzähl dann davon. Dann sagt mir gerne Bescheid in den Kommentaren. Aber jedes spricht mich ein Stückchen an. Nicht so sehr, dass ich sofort lesen will und verschlingen will, noch heute Abend. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass ich ihn doch zu einem der Bücher greife. Und es noch lesen werde im September. Deswegen schreibt mal sehr gerne in die Kommentare, habt ihr auch noch so alte Bücher, die bei euch rumliegen, die ihr schon ewig lesen wolltet, immer noch nicht gelesen habt, in die ihr vielleicht mal wieder reinschauen solltet, um zu gucken, ob sie euch noch gefallen oder gefallen könnten, damit ihr sagt, ach ja, nehme ich mal wieder zur Hand, könnt ihr doch mal anlesen oder weiterlesen, wie in meinem Fall mit den unsäglichen Büchern. Schaut da super gerne mal vorbei. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich habe noch so ein bisschen was auf dem Plan stehen, was zu drehen wäre. Deswegen seid gespannt, was da diesen Monat noch kommt. Und wir sehen uns dann eben. Macht's gut, lest ein gutes Buch. Bis dahin, passt auf euch auf und tschüss.